Illusion Plus versus Xanax Desperados. Aber diesmal, glaube ich, anders, oder? Also wir hatten schon mal Xanax Desperados, aber aus irgendeinem Grund... Ah, Okita ist dabei. Also sieht das Wappen auch ein bisschen anders aus als beim letzten Mal. Okay, die letzte Mannschaft in dieser Tür. Die müssen wir auf S-Rang bringen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen werden. Mal schauen. So. Da läuft... Oh, oh verdammt. Okay, ist okay. Machen wir mal. Was haben wir denn da? Überirdischer Koloss. Gänse. Okay. Und wir holen Gebieter der Himmel vor Feng Huan. Konnte leider nichts machen. Außer hier ihn ablocken. Und schauen, ob wir mit Phönixflug das 1:0 schießen. Ah, 438. Schauen wir mal, ob es ausreicht. Okay, es reicht aus, da er nichts macht. Also Gigantenzange hat er nicht benutzt. Das ist ja schon mal gut. Das gefällt mir schon mal. Das einmal unterbrechen. Wiederholung brauchen wir nicht. Das war sicher nicht meine Schuld. Doch, du hast ja nicht gehalten. Er will direkt die Verantwortung abgeben, wie es aussieht. Aber nicht mit uns. So, einmal Sturmball. Dann holen wir uns direkt den Ball mal wieder. Es tut mir leid, Okita, aber es muss sein. Okay. Na, ja, okay. Da war ein bisschen zu langsam. Peilung, was ist los bei dir? Okay. Spezialtaktik. Was machen die? Ich bin mal gespannt. Donnerschlag. Okay. Oh, da kommt Sumner und holt sich den Ball. Sehr nice. Okay. Xanax will den Ball unbedingt haben. Aber es hat nicht ganz funktioniert. Links lang. Oh, was machst du denn jetzt? Ha, die Mauer hat keine Wirkung gerade. Wir gehen links lang. Verdammt. Das ist echt schwieriger mittlerweile, die auszutricksen. Nee, wir schießen ganz normal drauf, um einfach die Punkte von ihm da einfach zu minimieren. Ja, mach du ruhig eine Gigantenzange. Ist okay für mich. Kein Problem. Wo sind die ganzen Leute? Verteidigung. Verteidigung ist nicht da. So, wir nehmen mal Weißglut. Hat auch schon Geist plus 2 bekommen. Was eigentlich unwichtig ist. Ich weiß nicht, ob ich den anderen Kampfweiß kriegen kann. Vielleicht muss ich den rüber traden. Mal schauen. Oh nein, beide sind drin. Ah, okay. Es funktioniert, Atlantis Damm. Sehr gut. Ich hatte schon gedacht. Flora. Das war nicht so gut. Nö. Beilung ist nicht im Abseits tatsächlich. Was am ersten Moment so aussah. Aber passt perfekt. So, wir gehen auf Antikosmos. V3. Naja, das könnte ein bisschen stärker sein von Beilung, um ehrlich zu sein. Oh, er geht in Rüstung. Das ist natürlich gut für uns auch. Das heißt, wir haben ihn schon mal so weit runtergehauen, dass er schon in Rüstung geht. Sehr gut. Den Torhüter muss ich mir mal merken, ne? Weil der
hat einen Kampfgas auf jeden Fall. Navan. Okay, Glücksritter. Wie viel Schaden machst du? 329. Und was kommt an? Und unter 300. Okay, wir müssen über 300. Und das tun wir. Und das tun wir. Sehr gut. Peilung reagiert einfach nicht. Einfach an ihm vorbei. Rollt der Ball und denkt sich so. Oh, was haben wir denn da? Der rollt da ja was auf an mir neben vorbei. Na egal. Wir schießen nochmal drauf, damit wir seinen Kampfgeist loswerden. Wir hätten so oder so nicht das Tor schießen können. Obwohl, 279 hätte vielleicht ausgereicht, aber ich glaube aber auch nicht, weil Beilung irgendwie nicht so viel Schusskraft macht. Warum auch immer. Naja. Okay, was? Erste Halbzeit ist schon vorbei. Das ging jetzt irgendwie schneller als erwartet. Tatsächlich. Sie sind geschwächt. Wir sollten ihnen weiter zusetzen. Okay. Das heißt, ich sollte mal ein bisschen Gas geben hier, ne? Dass wir noch ein 5-0 rauskriegen und S-Rang haben. Abloggen. Schauen wir mal. Na komm. Alles gut. Ja, Ball. War knapp. Hat aber auch wieder mal nicht so reagiert, wie ich es wollte. Hätte, glaube ich, ein kleines Tick schneller reagieren können. Ich habe ja schon gespammt. Und trotzdem klappt das nicht. Ganz sicher, Treffer. Ich kann es nach. Okay, Torhüter wird ausgewechselt. Ich frage mich. Ich gehe drauf. Was soll's, dann holen wir uns direkt den Ball. Der Kampfgeist ist weg. Rüstung können wir ja nicht aktivieren, leider. Weil wir einfach zu wenig Kampfgeistmünzen bekommen haben. So. Kommt der an? Er kommt an. Sehr gut. Dann gehen wir mal auf Feuertornado Double Drive. Und du machst schwarze Säge. Ja, reicht das aus? Ja, okay, reicht. Gut, 3-0. Ist da. Und Zeit ist auch noch da, also ich mache mir jetzt keinen Strich. Na, und wer so lacht am besten, sagst du? Okay. Nochmal Torhüter-Auswechsel. Okay. Interessant. Die haben drei Torhüter zum Tauschen. Ich denke mal, ich packe mal Hartor jetzt mal rein. Dann wechsle ich auch mal aus. Ich kann nochmal Lancelot rausholen. Vielleicht kommt dann nochmal ein Geist. Vielleicht aber auch nicht. So, ich mach mal nichts. Gucken, ob wir den Ball trotzdem kriegen. Nope. Ist aber okay. Hier gehe ich auf Turm. Was mittlerweile auch schon V3 hat. Richtig gut. Okay. Kommt der Ball. Nein, der Ball kommt natürlich nicht an. Egal, wir haben hier La Flame. Zack. Sehr schön.
Ich mach mal Orbit-Granate. Das sollte ich gewinnen. Aber ich glaube, ich kann jetzt nichts mehr anderes machen, ne? Wo? Ne, ich brauche 90. Ich brauche verdammte 90 für Ice Freelance. Overdrive ist manchmal echt zum Kotzen. So, 210. Oh mein Gott, das reicht trotzdem aus. Ich habe einen ganz normalen Schuss gemacht, aber ich habe einen Crit bekommen. 210 hat ausgereicht. Somit haben wir ein 4:0. Das heißt, ein Tor fehlt uns noch für den S-Rang. Und damit haben wir dann auch komplette S-Rang-Tour wieder abgeschlossen. Yes. Beziehungsweise die Tor-Tour mit S-Rang abgeschlossen. Naja, gut, es, man weiß ja nie, ne? Man kann es. Es kann immer was passieren. So, wir gehen auf den Turm. Aber ich bin guter Dinge, wir haben hier Verteidigung. Unser Torhüter hat noch unseren Kampf, noch den Kampfgeist. Alles gut. So, hier gehen wir mal auf Feuersense, glaube ich. Ja. Feuersense ist das. Zack, zack, zack. Kein Foul. Sehr gut. Dann holen wir mal Lancelot heraus und hoffen, dass es vielleicht jetzt ein Geist-Level abkriegt. Nein, schade. Egal, dann gehen wir mit Avalon-Attacke rein und damit sollten wir das 5:0 bekommen, da der Torhüter einfach nichts macht. Und somit haben wir jetzt erstmal die Mannschaft auf 5:0. Müssen das noch sicher nach Hause bringen. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft. Dann gehen wir zur nächsten Tour. Sehr schön. Jetzt noch verteidigen oder Tore schießen. Das ist jetzt egal. Ja, komm, nehmen wir Wolfsgeheul. Dann sind wir schon mal ein bisschen auf der sicheren Seite. Wolfsgeheul, let's go! Okay, ganz sicher sind wir jetzt auch nicht. Oh, hoppla. Das ist gut. Ah, okay, blockt. Mit die Mauer. Oh, wir sind 180. Ein schwarzer Säge hätte vielleicht noch was reißen können. Aber er tut es nicht. Somit haben wir ein 6:0. Ein weiteres Tor auf unserem Konto. Das lasse ich nicht nochmal zu. Das hast du bereits schon mehrfach. Naja. Na komm, ich mach mal Spezialtaktik. Wir gehen mal auf Südpolgeschwader. So, das habe ich auch noch nie ausprobiert, ne? Wenn die da alle blinken, was wohl passieren wird, wenn wir dann einen Langschuss benutzen? Na, die blinken noch. Ah, jetzt nicht mehr. Aber es hat trotzdem ausgereicht. Perfekt. Nächstes Tor. 24:44. Das lasse ich euch nochmal zu. Wie oft du das sagst. 7:0. Sehr schön. Sehr schön. Abblocken. Und einfach mal gucken. Ne, wie heißt der jetzt nochmal hier? Navan.
spielen, muss ich mir mal merken. Vielleicht gibt es hier doch mehr Kampfgeister. Roch. Oh, hier geht in Rüstung. Also Dazan, Navan und der Torhüter. Okay. Wie gesagt, ich muss mir die mal merken. Vielleicht gibt es doch bei denen die Kampfgeister zu holen. Ich weiß es nämlich nicht auswendig. Weil die anderen haben keine Kampfgeister genutzt. Na. Egal. Gut, wir haben es erreicht. Damit haben wir die Tortur auch mit S-Rang abgeschlossen. Das heißt, wir können... Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zur Rauftour. Und dann zur Aufruhtour, oder? Ja doch, ich mache erstmal die Rauftour. Ja, grandios, wir haben gewonnen. Sehr nice. 7-0, perfekt. Nice. Okay, wir kriegen leider nur das Wappen, aber okay, ein paar Level-Ups sind da. Wundervoll. Das heißt, wir öffnen jetzt die Truhen und dann geht's auch schon zur nächsten Tour. Ach, schön. Schatztruhe Nummer 6 können wir nun öffnen und bekommen Automatikschuhe. Okay, na gut. So, die letzte Truhe, wenn ich mich nicht geirrt habe. Schatztruhe Nummer 7, Erstrangtruhe. Und dann schauen wir mal, was wir hier drin haben. Oh, Katana-Kick. Auch nicht schlecht. Vielleicht werde ich ihn benutzen, vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Aber sehr gut. Damit können wir jetzt nun eine weitere Tour anfangen.